Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um, wie man Afrikaans lernen kann. Und... Wow. Okay. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das war komisch. Das war's eng. Heute geht's weiter mit, wie man afrikanisch sein kann. Oder ein Tag Afrikanerin oder ich will für immer Afrikaner. Keine Ahnung, was Martina sich dabei gedacht hat. Sie will ja, ihr Traum war ja immer Afrikanerin zu sein. Von daher, mein Traum war es immer, Mensch zu sein mit Gehirn. Ich glaube, ich schaffe das bald. Jedenfalls, es geht hauptsächlich heute darum, dass ich mir heute ein Video nochmal anschaue. Eine Fortsetzung folgt. Und diese Madame soll lernen, oder sie will es lernen. Keine Ahnung, was sie will. Ich check nicht, was ihr Ziel ist. Wahrscheinlich, ja, Geldmacherei, klar. Jedenfalls ist sie in diesem Dorf drin. Und wir gucken uns einfach an, was sie zu tun hat, was sie zu machen hat. Bin ich echt mal gespannt. Ich jetzt als Maasai, als schwarz-weiße Maasai, ne, zweifarbig bin ich nicht. Zweifarbig also bin ich nicht. Du bist ja eigentlich noch weiß quasi, bist ja weiß aufgewachsen. Fühlst du dich schwarz-weiß oder schwarz? Gute Frage. Gute Frage. Vielleicht weiß sie das nach dem heutigen Tag besser. Für ein paar Stunden soll Martina den Alltag mit den Maasai-Frauen teilen. Erste Aufgabe, mit den Damen des Dorfes am Bach Wasser holen. Kurz vor der Wasserstelle ist aber Schluss mit lustig für Martina. Warum willst du da jetzt nicht runtergehen? Ich warte hier oben. Ich bin auf solchen... Nein, ist nein. Man möchte sowas nicht und jetzt ist Schluss. Okay. Nein, ist nein. Oha. Wenn aber nur mit Haarschutz. Wir waren ja vorher beim Gesundheitsamt und die haben also gesagt, Süßwasser soll man sich also in Acht vornehmen. Also Bergbäche, Salzwasser ist kein Problem. Und deswegen tun wir also die Haare von Martina abdecken, dass die also jetzt nicht direkt mit dem Wasser... Entschuldigung, also versteht das falsch. Du gehst zum Gesundheitsamt, um Informationen zu kriegen, wie du deine Perücke pflegst. Auf was du achten musst? Gesundheitsamt. 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 Süßwasser als Chef. Wow. Wie so ein Gespräch beim Gesundheitsamt eigentlich vorgefallen ist. Ja, guten Tag, Frau Bick. Erstmal, Fricke mein Name. Also erstmal wunderschönen guten Tag. Dankeschön, dass Sie es geschafft haben, zum Gesundheitsamt zu kommen vor Ihrer schönen großen Reise in Afrika. War das richtig? Afrika? Afrika? Ja, Afrika. Wunderschönes Land. Auf jeden Fall, Sie hatten ja ein paar Fragen wie in Ihren Kunsthaaren, wie Sie die pflegen und dafür ist das Gesundheitsamt auf jeden Fall verfügbar und zuständig. Also wunderschön. Hier auch nochmal die Definition von Gesundheitsamt für Gesundheitswesen. Und Ihre Kunsthaare sind auf jeden Fall der Gesundheit sehr ausgesetzt. Nun gut, ich möchte Ihnen noch vorab sagen, Süßwasser, bleiben Sie bloß fern von Süßwasser. Süßwasser ist gar nicht gut. Nicht für Ihre Haare und nicht für Ihr Gemüt. Also lassen Sie es lieber sein. Sie lassen es lieber sein. Naja, jedenfalls. Und also Bergbäche. Aber wenn Sie nicht in einer Region sind, wo Berge sind, es ist okay. Das können Sie trinken. Und natürlich auch Meereswasser, also Salzwasser. Auch hier, wieder. Wenn Sie in einer Region sind, wo es nicht gibt, nicht schlimm. Trinken Sie einfach nichts, bis Sie zur nächsten Haltestelle kommen. Und naja, jedenfalls, Sprudelwasser möchte ich auch noch dazu reinschmeißen. Ein kleiner Witz von uns. Naja, jedenfalls, Sie können es gerne da reinhauen, ja? So, Sprudelwasser, und so, wissen Sie, ich möchte Ihnen gleich einen kleinen Tipp geben. Sodastream, kennen Sie das? Nehmen Sie es mit, tun Sie das Süßwasser, nein, kein Süßwasser, Süßwasser ist ganz schlimm. Nehmen Sie ein Bergwasser oder Salzwasser, tun Sie es rein, sprudeln Sie und schütten Sie es über den Kopf. Ich versuche mal ein bisschen Witz zu machen. Sie sind auf jeden Fall mein Vorbild und Dankeschön, dass Sie bei Gesundheitsdarm waren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Ihrem Urlaub. Ich bin ganz aufgeregt. Und schauen Sie, Sie sehen ja aus wie ich. Ja, wir können ja schon Zwillingsschwester sein. Oh, naja, jedenfalls, meine Zeit ist um. Ich wünsche Ihnen was, Frau Martina Back. Entschuldigung. Und bis zum nächsten Mal. Berichten Sie. Das Gesundheitsamt hat auch WhatsApp, also Sie können mir auch privat schreiben. Weil dafür sind wir auch zuständig. Also, Wiedersehen. Ungefähr so stelle ich es mir vor. Aber eine Sache, die macht sie noch viel lieber als Maasai-Dörfer zu besuchen. Körpertunen. Körpertuning und das ist ein Hobby? Ist es nicht eher eine Sucht? Ich würde es nicht als Hobby sehen. Das ist eine Sucht. Krankhaft.
Martinas Hobby ist Körpertune. Ja, also sieht man ja, also wirklich von Kopf bis Fuß. Also jetzt also Nase, Zähne, vor allen Dingen Brüste, dann schmälere Hüfte, Taille, andere Hautfarbe. Und würdest du hier mal eine Woche bei den Maasai leben wollen, in so einem Haus und so mit den ganzen Tagesarbeiten? Nein, ja, wird doch nicht. Ich hab mittlerweile gehört, es gibt also noch verschiedene unterschiedliche Villages, also vielleicht in einem anderen, also in dem jetzt nicht unbedingt. Als Extremmodel sicher viel angenehmer, Extremmodel. Ich würde lieber als armer Maasai durch die Gegend schlurfen, als meine Gesundheit mit zweifelhaften Eingriffen dauerhaft zu ruinieren. Doch das, ja, das steht aber auch auf wirklich, einem ganz anderen Blatt, Martina. Wie kann man nur so dumm sein? What? In einem anderen Dorf? What? Come on, girl, please. Das Video, es war tatsächlich wieder ein bisschen kürzer, aber ist ja egal, wir haben ja Zeit. Aber ja, Leute, bleibt trotzdem noch weiter zu Hause. Auf jeden Fall, ich sag nur, passt auf euch auf, wascht eure Hände, desinfiziert, all das, was wir ja schon mittlerweile alle wissen. Wenn ihr das Video liked, mögt, liked, dann liked es. Und ja, abonniert unseren Kanal, wenn ihr gerne benachrichtigt werden wollt für neue Videos. Einfach auf die Glocke klicken. Und ja, ich denke mal, ich werde das Video auf jeden Fall so beenden wie Martina. Nö!